Hallo liebe Audiofreunde, das ist der zweite Teil meiner kleinen High-End-Nachlese oder Nachhöre, wie man es auch immer sieht oder hört. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinen subjektiven Eindrücken von den ein oder anderen Lautsprechern, neuen Gerätschaften, die mich begeistert haben und alles, was sonst so interessant auf der High-End 2023 war. Viel Spaß! Beginnen wir in der Schweiz mit einem Lautsprecher ohne Preis. Der Preis für die W22 von Boehnecke ist tatsächlich nur verhandelbar und es werden auch nur eine Handvoll Stück pro Jahr produziert werden. Das Gehäuse ist nur in zwei speziellen Holzsorten erhältlich und wie immer bei Boehnecke ist der Aufwand für diese Fräsungen im Gehäuse sehr, sehr hoch und die verfolgen natürlich alle ein bestimmtes Ziel. Der Mittelton- oder Mittelhochtontreiber vielmehr ist in Kooperation mit Supravox entwickelt worden. Diese sehr leichte Membran spielt tatsächlich bis hoch zu 9000 Hertz und erst dann übernimmt der AER-Tweeter mit 101 dB Wirkungsgrad. Natürlich ist das Ganze wegen der zeitlich korrekten Abstrahlung nur mit 6 dB Filtern getrennt, das heißt, die jeweiligen Chassis müssen auch deutlich über diesen Wert hinausspielen können. Ich war ja bis jetzt, muss ich zugeben, von den Boehnecke Lautsprechern in Sachen Bass-Performance nicht wirklich überzeugt, aber hier spielten dann zwei 15er auf jeder Seite aktiv und das, fand ich, hat sich sehr, sehr positiv bemerkbar gemacht auf die Gesamtperformance. Es wurde, als ich drin war, zwar eher messetypische Musik gespielt, aber zwischendurch auch mal was mit ordentlich Tiefgang und das war schon sehr überzeugend. Was nun mehr Anteil an der wirklich sehr räumlichen und involvierenden Wiedergabe hatte, die Kabel mit Hochfrequenzfiltern oder die Diffusoren im Raum, muss jeder für sich selber entscheiden. In jedem Fall ein außergewöhnlicher Lautsprecher mit vielen Besonderheiten, sei es hier die Chassis-Anordnung allein, der wirklich in der Lage ist, trotz seiner nur gut einen Meter Höhe wirklich Größe zu zeigen. Und noch ein Nachtrag, das sieht man nämlich hier nicht auf meinen Aufnahmen. Es gibt auch einen zusätzlichen Hochtöner, der nach hinten abstrahlt, der sicherlich auch seinen Anteil daran hat. Jetzt wird's noch extravaganter und zwar mit der Aris Serat Aurora 3. Das ist ein absolut außergewöhnliches Dipol-Konzept mit vier Woofern, die rundherum angeordnet sind. In der Mitte sieht man hier den Treiber, der nach vorne in ein Horn mündet, aber ebenfalls Open Buffle ausgeführt. Und dann haben wir noch ein relativ langes Bändchen, auch mit einer sehr innovativen Anordnung schräg außen am Gehäuse und natürlich auch als Dipol ausgeführt. Das Ganze klang für mich nicht typisch nach Horn. Es klang einnehmend, sanft, extrem detailreich, ansatzlos, involvierend, auf den Punkt, gerade wenn man in der Mitte saß, ist natürlich klar bei so einem System, die Mitte ist der Platz, da ist es richtig geil, zu den Seiten ist es auch geil, aber halt nicht so geil. Wobei man auch hervorheben muss, dass hier für die Raumakustik einiges getan wurde, visuell mal mehr und mal weniger ansprechend. In jedem Fall eine Vorführung, die sich gelohnt hat, wenn auch die Lautsprecher mit einem Preisschild von 120.000 Euro sicherlich nur für sehr wenige Leute erreichbar sind, zumal das Design natürlich auch gegebenenfalls Diskussionen in den heimischen vier Wänden hervorrufen würde. Natürlich war es auch faszinierend, die Elektronikkomponenten von Aris Serat zu bewundern, die allesamt teilweise auch offen dargestellt wurden. Da wird ein horrender Aufwand betrieben. Das ist ein Festival der Kondensatoren und was es sonst noch so gibt, hat natürlich auch seinen Preis, aber auch eine Art, die Faszination HiFi rüberzubringen. Die Analogvorführung lief über einen Plattenspieler von Primary Control. Das ist German Engineering, made in the Netherlands. Glaubst du, warum ist richtig? Das ist ein zeitlos schlichter Direkttriebler, in dem Fall ausgestattet mit dem hauseigenen Field Coil Tonarm.
Das ist ein einpunktgelagerter Tonarm, der mit Hilfe eines Elektromagneten eine enorme Stabilität erhält und dessen etwaige Schwankungen in der Bewegung auch in Echtzeit von diesem Elektromagneten ausgeglichen werden. Zumindest habe ich so verstanden. Preis übrigens 15.000 Euro für diesen Tonarm, aber Primary Control hat auch noch andere im Programm. Hier zum Beispiel einer mit einem statischen Magneten, der spielte im Raum von Wolf von Langer zusammen mit einem Airtight Opus 1 Tonabnehmer. Das Laufwerk von Primary Control ist im Übrigen aus 5 Schichten aufgebaut, in der Mitte wohl Panzerholz und der Luftspulenmotor ist in 3 Intensitätsstufen regelbar, gehört aber insgesamt eher zur schwächeren Sorte, deswegen der etwas ausladendere, leichtere Teller und quasi ein Gegenentwurf zu einem Spieler wie dem VPI Avenger Direct, der ja mit maximalem Drehmoment, maximaler Motorstärke agiert. Solange es funktioniert, ist alles erlaubt. Und wo wir schon mal im Raum von Wolf von Langer sind, beschreiben wir natürlich auch dessen Vollbereichsdipole. Ich habe es dieses Jahr irgendwie mit den Dipolen gehabt, aus gutem Grund. Das sind die Audioframe Chicago für rund 60.000 Euro. Da hinten im Eck steht noch ein Sub, der unter 50 Hertz ins Spiel kommt oder kam, dessen Preis ich aber schlicht und ergreifend nicht kenne. In jedem Fall haben wir hier einen AMT und einen Breitbänder. Und der Breitbänder, das ist ja wohl von Langer typisch, ist ein Field-Coil-Lautsprecher. Insofern hätte eigentlich der Tonarm vom Raum von Ari Serrat besser in diesen Raum gepasst. Und wenn ich mich richtig entsinne, heißt der Lautsprecher Chicago, weil der Ursprungsbreitbänder, auf dem diese Version hier basiert, in Chicago entwickelt worden ist. Die zwei verbauten Tieftöner sind 15 Zöller, haben aber eine sehr leichte Papiermembran, also verhältnismäßig leicht, und unterstützen dann insgesamt den hohen Wirkungsgrad des Lautsprechers, der deutlich über 90, ich glaube sogar Richtung 95, liegen dürfte. In jedem Fall können diese drei Treiber sehr gut miteinander. Das Ganze wirkte sehr homogen, anspringend, lebendig. Und gerade dank des AMTs vermute ich auch äußerst transparent, feinauflösend, schön in den Höhen. Und die Separierung einzelner Instrumente, einzelner Protagonisten gelang außerordentlich gut. Und explizit lobend erwähne ich, dass so eine Scheibe nicht nur rumstand, sondern auch gespielt wurde. Das ist jetzt nicht der audiophile Schmaus allererster Güte, aber es zeigt sich sehr deutlich, ob eine Anlage bei der Vielzahl an teutonischen Gitarren, die da auf einen einprasseln, noch einen Überblick behält. Und das taten die Wolf von Langer Speaker. Zum Thema luftig und leicht passt auch dieser Plattenspieler von Bergmann. Die Marke ist ja bekannt für ihre luftgelagerten Tangentialtonarme. Hier sehen wir den Galder Odin Signature, ein Laufwerk mit Tonarm für rund 38.000 Euro. 38 Kilogramm wiegt dafür der Teller, also man kriegt einiges fürs Gewicht. Und dazu gehört auch so ein wirklich großer, man sieht es hier in dem Bild kaum, Kompressor, der mit 2 Kammern arbeitet, damit die zugeführte Luft wirklich konstant und ohne Beeinflussung der Pumpbewegungen zum Plattenspieler gelangt. Und die gelangt nicht nur zum Tonarm, der luftgelagert ist, sondern die gelangt auch zum Plattenteller, der einen Ansaugmechanismus hat, was ich sehr, sehr gut finde. Und die Luft muss auch unter den Teller, weil der nämlich auf Luft schwebt. Also er wird zumindest nur in der Mitte von einer Spindel gehalten. Positiv finde ich an diesem Tangentialkonzept, dass der Arm 14 Gramm Masse auf die Waage bringt und dass er damit in der Lage ist, auch etwas härter aufgehängte Systeme wie das hier von Miyajima zu führen und auszubalancieren. Diese Tonabnehmer finde ich im Übrigen sehr gelungen, insbesondere die Mono-Version, die gerade bei mir ihre Runden dreht. Und damit werde ich mich in Zukunft etwas näher auseinandersetzen. So, jetzt tauchen wir mal ein in etwas humanere Preisgefilde. Absolut Hagen heißt dieses Breitbändersystem von Voxativ für 9.900 Euro. Für High-End-Verhältnisse ein Schnäpperle. Das System ist quasi als Plug-and-Play-Lösung gedacht, kommt zusammen mit das Absolut Box, komisches Deutsch, wie auch immer, hat auf jeden Fall nicht nur einen Amp, sondern auch einen integrierten DAC und einen DSP zur Raumanpassung integriert. Was will man mehr?
Ich finde ja Aktivsysteme grundsätzlich extrem gut, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Aber dieses Setup fand ich tatsächlich etwas gedrückt, unbefreit, ein bisschen weniger räumlich, als ich es mir von einem Breitbänder erwartet hätte. Zumindest bei Sass und Till Lindemann im Duett fiel mir das auf und es ist wie immer ein persönlicher Eindruck. Wir bleiben in den angenehmeren Preisgefilden. Sounds Clever heißt das Motto, unter dem unter anderem Low Beats einige clever zusammengestellte Einsteigeranlagen vorgeführt hat, unter anderem hier die Fine Audio 502 Lautsprecher. Hier reden wir von 2.800 Euro, für die man einen Koax-Treiber plus Bass erhält, und diese Lautsprecher wussten durchaus Spaß in den Raum zu zaubern, und das ist ja die Hauptsache bei HiFi. Mir war es persönlich jetzt ein bisschen manchmal zu harsch im Mittelhochton, aber insgesamt eine runde, auch vom Impulsverhalten anspringende Performance. Und nicht nur das, man muss auch positiv hervorheben die Moderation. Hier wurde sehr viel Hintergrundinformation geboten, zum Beispiel über die Transientenwiedergabe, warum die vielleicht bei komprimierten Stücken leidet und so weiter. Immer zur rechten Zeit unterbrochen mit sehr gut ausgewählten Musikbeispielen, die auch zum Wippen und Mitswingen eingeladen haben, was ja bei dieser Messe nicht immer der Fall war. Befeuert wurde das Ganze übrigens von dem Leak Stereo 230 Vollverstärker inklusive DAC und Kopfhörerverstärker auch noch. Das ist also für 1.500 Euro rund wirklich sehr, sehr viel fürs Geld, die man da bekommt. In die gleiche Kerbe schlägt dieser NAS-Server von QNAP für rund, ich glaube, 700 Euro. Das Interessante daran, da kann man auch die Rune-App aufspielen und das Ganze fungiert dann als Rune-Core. Und man kann natürlich beliebige Festplatten einbauen, also auch das wirklich ein Tipp. Weiter geht's mit interessanten Gerätschaften, in dem Fall von Canor. Die Marke wird ja aktuell extrem gut besprochen in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Testberichten, unter anderem die Phono-Verstärker. Und da gibt es jetzt ein neues Premium-Modell, den Asterion 2 für rund 7.500 Euro, MM und MC und im Vergleich zur PH1.10 mit symmetrischen Eingängen. Und das hier ist der Virtus A3, das ist sozusagen der Allrounder in einem Gerät. Das ist Vollverstärker, DAC, Phono-Vorverstärker, auch hier MM und MC vorhanden in einer Box für rund 5.500 Euro. Ohne Gewehr, ich habe es mir nicht explizit aufgeschrieben, sorry. Äußerst gelungen fand ich die Gerätepräsentation von Musical Fidelity. Die verschiedenen Modellreihen wurden anhand von bestimmten Eigenschaften, die man ihnen zuweist, nebeneinander präsentiert und man konnte sehr, sehr gut die Abstufungen der verschiedenen Klassen nachvollziehen. Unter anderem als Neuerung wurde vorgestellt die M3X-Reihe in Form eines DACs und in Form eines Phono-Vorverstärkers. Beide sind, wie immer bei Musical Fidelity, sehr, sehr fair bepreist. Die Phono-Vorstufe rund 1.500, der DAC rund 1.400 Euro. Das sind doch mal Beträge, über die kann man reden. Das heißt aber nicht, dass bei Musical Fidelity die Preise generell niedrig sind. Man kann auch zum Beispiel in Richtung der M8-Baureihe gehen oder die Premium-Serie Nuvista sich angucken, die allein schon haptisch visuell in einer komplett anderen Liga nochmal spielt und natürlich dann auch andere Preisklassen besetzt. Aber man hat bei Musical Fidelity immer das Gefühl, dass es sinnhaft ist, die Preisgestaltung, und ein fairer Gegenwert besteht. Fairer Gegenwert ist ein gutes Stichwort. Hier haben wir Diffusoren der Marke Acoustic Manufacture aus Polen. Die Leute, die meine Website kennen, wissen, dass so ein Teil auch bei mir im Zimmer steht, hinterm Hörplatz. Das ist ein aus Kunststoff gefertigter Diffusor, der sehr breitbandig ist, also sprich, der bis in sehr hohe Frequenzen wirkt. Das Schöne ist, man kann den in beliebigen RAL-Farben sich bestellen und ans Wohnambiente anpassen. Und im Gegensatz zu dieser Holzvariante ist er um einiges günstiger und auch, wenn es ums Schleppen geht, um einiges leichter. Wenn auch nicht einfach zu tragen, sage ich euch gleich. Die Preise für diese Diffusoren sind wirklich fair, wie ich finde, und deswegen habe ich die auch in mein Programm aufgenommen. Und diese gibt es demnächst auch. Das sind Akustikelemente von Ekustik aus Tschechien. Ein sehr junges Unternehmen mit jungen, absolut begeisterten Mitarbeitern, die ihre Produkte wirklich leben. Das fand ich sehr, sehr sympathisch.
Dieses Modell hier heißt Fraktal 34 und hat ein ganz spezielles Design. Man sieht es hier innen drin, ist auch nochmal so eine Rillung enthalten. Deswegen wirkt der von 400 bis 8000 Hertz ungefähr, obwohl er nur 10 cm tief ist. Das Design dieser Absorber ist auch mal erfrischend anders, ist natürlich wie immer Geschmackssache und die Vielfalt kann sich auch sehen lassen. Wie man einen Raum vernünftig und großflächig mit Diffusoren behandelt, konnte man bei Think Team bestaunen. Da gab es eine äußerst knackige Vorführung der Think Borg in Evolutionsstufe 2, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Eine Kombination aus einem AMT und einem Mitteltieftöner. Und ich glaube, das ist passiv eine ziemliche Herausforderung, dass man diese beiden Treiber so zusammenbringt, dass sie so dermaßen knackig auf den Punkt zeitrichtig spielen. Sonst wäre nämlich die Performance, die wirklich einen exzellenten Kickbass aufwies, so nicht zustande gekommen. Und natürlich trug dazu auch der behandelte Raum bei zu diesem Klangerlebnis. Es ist wie immer eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Auch hier konnte man Elektronikkomponenten von Soulnode bewundern und den Plattenspieler Yuki AP01 mit seiner doch etwas außergewöhnlichen Formensprache, war mir aber nicht vergönnt, ihn zu hören und hinter die Details dieser Konstruktion zu steigen. Das wiederum war mir bei den Tonarmen von Aurus vergönnt, ein Hersteller aus Serbien. Da durfte man, beziehungsweise ich habe es einfach gemacht, selber Hand anlegen und die Features der Tonarme mal ausprobieren. Sehr sympathisch, die Range beginnt schon bei 650 Euro mit einem soliden Lager, wie man hier sieht. Carbon-Tonarmrohr, vernünftiges Anti-Skating und feinfühlige Gewichtsverschiebung, würde ich mal sagen, ist in dieser Preisklasse definitiv nicht selbstverständlich. Azimut-Verstellung läuft augenscheinlich über das Headshell in dieser Version. Dann haben wir uns natürlich die größeren Modelle angeschaut, die dann rund 5000 Euro kosten. Den Hawk, den gibt es in 10 und 12 Zoll Länge. Schauen wir uns mal die Tonarmhöhenverstellung an. Das erinnert doch schon an Acoustical Systems oder auch Reed. Na, das schaut sehr bequem aus. Dann die Gegengewichtjustage, zweiteilig, die man sehr feinfühlig, wie man hier sieht, drehen kann, das Hauptgewicht dann entsprechend verschiebt und dann die finale Auflagekraft wieder durch Betätigen des hinteren Drehreglers, der dann das gesamte Gewicht verschiebt, herstellt. Und dann noch eine richtig coole Azimut-Justage. Man lockert diese Schraube erstmal und dann kann man die anfassen und dann das gesamte Tonarmrohr, man sieht auch die Skala, sehr feinfühlig verschieben und dann entsprechend wieder arretieren. Absolut klasse, ein Einstellungskomfort, wie man ihn selten antrifft. In jedem Fall Grund für mich, mich mit dieser Marke mal näher auseinanderzusetzen, die auch Plattenspieler Laufwerke bietet mit einem komplett eigenen Stand für den Tonarm, der wiederum nochmal speziell entkoppelt ist. Es folgt ein kurzer Ausflug in den Heimkinosektor. Das hier ist sicherlich ein Objekt der Begierde, der JVC NZ9. Das ist das Topmodell für rund 25.000 Euro. Dafür kriegt man Laserlampe, 8K E-Shift, 3000 Lumen und HDR-Tonmapping vom Feinsten. Ja, nicht umsonst hat dieses Gerät schon etliche Auszeichnungen erhalten, zu Recht. Und die Fähigkeiten dieses Projektors konnte man dann auch im Vorführraum live erleben. Vorgeführt wurde mit einer Stuart-Leinwand, mit dem von mir äußerst geschätzten StudioTech 130 Tuch, mit einem Denon Receiver und Lautsprechern von Perlisten. Das Bild des JVC zusammen mit der Stuart-Leinwand war wirklich absolut klasse. Ja, also bis vor ein paar Jahren war so eine Qualität im Heimkinobereich, sage ich mal, gerade noch bezahlbaren, noch nicht so wirklich denkbar und ist auf jeden Fall eine Zielvision auch für mich persönlich. Und ebenfalls interessant für Heimkino-Enthusiasten, Magnetar ist die Marke, die wohl alles, was an Lizenzen und so weiter von Oppo noch da war, aufgekauft hat und in ihre nun unter dieser Marke erscheinenden Player reingepackt hat. Die gibt es für 1600 bzw. 3000 Euro ab in circa 6 Wochen
Und wer hoch hinaus will in Sachen UHD, Blu-ray-Wiedergabe, sollte sich damit mal auseinandersetzen. Wer ganz hoch und vor allem ganz dick in Sachen Kabel unterwegs sein möchte, der hat bestimmt im Raum von Sensati Inspiration gefunden bei diesem Anaconda-Festival. Ich gebe zu, ich war eigentlich hauptsächlich wegen dieser Lautsprecher hier, die mit ihrer schlanken und sehr hohen Form doch etwas aus dem Rahmen fallen und die auch einige sehr, sehr interessante technische Details beherbergen. Da haben wir zunächst mal ein Array aus 4 Kalottenhochtönern. Gegebenenfalls sind aber auch nur 2 aktiv, je nach Abhörsituation, Abstand zu den Lautsprechern und so weiter. Und alle weiteren Lautsprecher sitzen an der Seite. Und ich war dann neugierig und habe mir das Ding mal öffnen lassen. Und der nette Herr erklärte mir dann die Sinnhaftigkeit und die Philosophie von diesen Anordnungen. Und das entscheidende Element ist dieser Mitteltöner, der in Open Buffel Bauweise mitten im Gehäuse steckt und der in Bezug auf die phasengleiche Abstrahlung sozusagen Mittler ist zwischen den Hochtönern und den drüber und drunter befindlichen, dann im geschlossenen Gehäuse eingebauten Mitteltönern. Und die spielen dann nach hinten zusätzlich in ein Horn, das wiederum über einen regulierbaren Luftspalt realisiert ist und das ab ca. 130 Hertz ins Spiel kommt. Resultat dieser Anstrengungen sind 100.000 Euro plus nochmal 100.000 Euro für die beiden Subwoofer-Elemente, die dann ab 50 Hertz ins Spiel kommen. Sympathisch verrückt, würde ich sagen. Was erstaunlich war, das Klavier, das dort gespielt wurde, klang wirklich einzigartig gut. Das war wirklich absolut klasse. Und auch die etwas basslastigeren Tracks hat das System durchaus, ich hätte es nicht gedacht, mit einer sehr, sehr guten Präzision und Punktgenauigkeit in den Raum gepresst. Also scheint zu funktionieren und immer wieder erstaunlich, welche unterschiedlichste Konzepte es gibt, um sich dem Optimum zu nähern. Und wo wir schon bei seitlich angebrachten aktiven Bässen sind, hier die mittlere Linie von Soundspace Systems, die Pirol, vorne mit einem AMT, seitlich wie gesagt die aktiv betriebenen Bässe mit DSP und ganz interessant, das ist ein Hohlraum im Gehäuse, also sprich der Mitteltöner strahlt durch diese Öffnung auch nach hinten ab. Also ein kombiniertes Konzept Dipol plus Chassis im geschlossenen Gehäuse. Klang auch dank der Bassregelung sehr gut, deswegen konnten sich die Vorführer hier auch erlauben, mal ordentlich Gas zu geben mit Tool. Kompliment dafür. Wie Tool und andere mit diesem neuen Tonabnehmer von Hana, dem Hana Umami Blue, klingen, werde ich hoffentlich demnächst erfahren. Wenn man sich die Spezifikation durchliest, dann ist es fast identisch zum Hana Umami Red. Nur das Ebenholzplättchen vorne ist Kunststoff geworden und der Generator ist etwas anders. Aber Nadelschliff, Bohrnadelträger und so weiter, das ist alles gleich. Und man darf gespannt sein, wie viel klangliche Abstriche man mit diesem Tonabnehmer machen muss. Ich vermute mal aus dem Bauch nicht viele. Und noch ein letzter Lautsprecher, dann habt ihr es geschafft. Wir schließen den Kreis zum Beginn meines Videos, denn diese Lautsprecher werden ebenso in der Schweiz entwickelt. Die Marke heißt Clarisys und das Besondere an diesen Lautsprechern, das sind tatsächlich Vollbereichsbändchen. Das heißt, es spielen Bändchen bis in die tiefsten Bassregionen, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Die Hochtöner sind vertikal angeordnet neben den Mitteltönern. Hochtöner spielen so ab 5500 Hertz. Die Mitteltöner kommen ab ungefähr 550 Hertz ins Spiel. Und darunter spielen diese horizontal von oben nach unten auf einer Länge von 2 Meter angeordneten Bändchen. Und ob die das richtig tief hinkriegen, wurde dann vorgeführt mit Pictures at an Exhibition, also wo es wirklich orgelmäßig bergab geht bis unter 20 Hertz. Da hat man die Bändchen tatsächlich etwas flackern sehen, aber sie haben es geschafft. Also Kompliment dafür. Auch sonst, zum Beispiel bei Yellow, war die Bass-Performance dieser Lautsprecher wirklich gut. Das Klangbild war sehr homogen, weil natürlich jeder Treiber eigentlich aus dem gleichen Grundmaterial gefertigt ist. Also das hat man schon feststellen können. Zu bekritteln hatte ich, dass am Hörplatz in der Mitte etwas zu wenig Höhen aus meiner Sicht vorhanden waren, im Gegensatz zum Hörplatz außen. Aber insgesamt klang das schon sehr gut.
leider mit 150.000 Euro in für die High-End gewohnten Preisregionen, aber inklusive der externen Weiche und in jeder beliebigen RAL-Rahmenfarbe, die man möchte. Immerhin. Was nicht dabei ist, ist die Verkabelung. Und jetzt möchte ich euch tatsächlich noch neue Kabel vorstellen. Aber nicht die gesehenen Pythons und Anacondas, nein, was ganz, ganz Kleines von Mundorf. Die rühmen sich mit diesen Angelique-Kopperkabeln, eine sensationelle revolutionäre Entwicklung hingelegt zu haben. Viele Lautsprecherhersteller scheinen bereits darauf abzufahren. Sogar Merowinger Audio verwendet in seiner neuen Serie, die bald rauskommt, auch diese Angelique-Verkabelung. In jedem Fall ist das eine Legierung aus Gold, Silber, Kupfer. Die gab es früher nur an einem Stück und ganz neu gibt es die jetzt eben auch mit Einzellitzen. Und damit ist der Weg frei für alle Arten von Verkabelungen, auch Interconnects oder Lautsprecherkabel. Wir werden sehen, welche Hersteller sich demnächst mit diesem Kabel rühmen, direkt oder indirekt. Seid gespannt. Das war mein persönlicher Rückblick auf die High-End 2023. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Auf ganz bald, euer Audiofreak.